Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und, wartet, so, wer das, nee, das ist das Falsche, das kommt noch, das ist jetzt nicht hier. Wer das Vor-Unboxing gesehen hat, weiß, dass ich zwei schnucklige Sachen bekommen habe. So, jetzt mal den Karton wegräumen. Einmal die Dogging Station sozusagen. Ja, ist eine Dogging Station so, ja, nicht so zu sagen. Und einmal eine Glühbirne. Und ich würde sagen, ich mache euch erstmal runter warm. So. Ich würde sagen, wir fangen mit der Glühbirne an. Und danach machen wir die Dogging Station. Es ist jetzt noch Nachmittag. Ich muss bald meine Tochter aus der Schule holen. Der Hardware-Check zu Glühbirne, den werde ich erst heute Abend machen. Wir werden jetzt Unboxing machen. Wir werden mal gucken, was da drin ist, wie sie drin ist. Und uns das mal angucken. Eine LED, 5 Glühbirne ist das mit 5 Watt. Und heute Abend machen wir den Hardware-Check. Da werde ich sie mal im Badezimmer bei mir anbauen, beziehungsweise in meine Lampe drehen. Und dann werden wir mal den Unterschied zu einer normalen Birne gucken. Ich hoffe, die hat so einen kleinen Gelbstich. So, wir sehen hier auf dem Karton, also ich finde den Karton ja, schon besser als nur normaler Karton. Also ist nicht nur normaler Karton, man hat einen grauen Karton, einen braunen Karton und dann ist hier nochmal diese Banderole ringsherum. Und hier, wo war das da? Wir sehen, dass sie eine A++ ist. Also die ist eine A++. Finde ich schon mal sehr gut. Ist auch alles in Deutsch auf dem Karton. So, jetzt werden wir das mal auspacken. Ich muss jetzt mal wieder gucken, ey. Ihr wisst ja, ich hab's immer nicht so mit dem... Ach, das ist so ja locker drauf. Kann man so ja abziehen. Gerade ging's noch. Ja, Vorführeffekt. Aber es, ihr seht, es ist weiter unten als eben. So. Aber die ist ja wirklich sicher verpackt. Unboxing von der Glühbirne, hat bestimmt auch noch keiner gemacht. Das war's schon. So. Und da haben wir diese schnuckelige Glühbirne drin. LED, 220 Volt, 440 Volt. Aber da werde ich kein Hardware-Check, kein Hardware-Video machen. Das seht ihr am Unboxing, denke ich mal. Weil sonst ist ja auch ein kurzes Unboxing denn. Oder ach, ich bleibe meiner Linie treu, ich mache trotzdem ein Hardware-Video und sag, was mir dazu auffällt. Mache ich sie mal hier oben ruf. Ja, dann würde ich sagen, wartet schon mit dem Unboxing. Hier war nicht viel anzuboxen, weil, wie gesagt, ist nur eine kleine Glühbirne. Ich habe sie, ich kann euch noch schnell sagen, warum ich sie angefragt habe, weil sie A++ ist, weil sie energiesparend ist und viele gefragt haben, wie man sparen kann und weil ich ja bei mir gerade versuche, alles Mögliche an Energie zu sparen. Ich habe überall LEDs und ja, diese Funkfernbedienung und so. Habe mir einen neuen Kühlschrank geholt. Alles, um Energie zu sparen und es hat ordentlich was gebracht. Ich bin da auch am Überlegen, was ich da noch machen kann oder ob ich das mal irgendwie verfolgen kann, wie viel Strom ich verschwende. Oder nicht mehr verschwende, besser gesagt. Da bin ich gerade am Überlegen, wie ich das machen kann. Und deswegen habe ich die bestellt, weil meine Glühbirnen in meiner Lampe im Wohnzimmer, das sind nur ganz kleine LEDs da drin, und ich habe mehrere Glühbirnen, Lampen mit normalen Glühbirnenfassungen, ja, wo, und da will ich dann die LED mal testen. Ich hoffe, dass sie kein weißes Licht, sondern ein gelbliches Licht hat, weil das weiße Licht im Wohnzimmer fand ich am Anfang total klasse. Fand ich total geil. Ohne Scheiß. Ich mach mal, ist persönlicher, wenn ihr mich seht. Finde ich.
So. Fand ich im ersten Augenblick hier von meinen Lampen, fand ich das Licht echt geil. Schön weiß, hat die Wohnung hell gemacht. Und ja, das fand ich in dem Augenblick besser als dieses gelbe Licht von normalen Glühbirnen oder so. Aber das geht so auf die Augen nach einer Weile, das ist einfach blöd. Einfach blöd. Ich mache jetzt oft schon einfach nur meine Lichterkette um mein Bild an, was ihr ja seht, hinter, wenn ich auf dem Sofa sitze, seht ihr mal mein Bild und da ist so eine Lichterkette rum. Die habe ich da rumgelegt. Die hat noch normale Birnen und die hat so einen leicht gelblichen Schimmer. Ein schönes, angenehmes Licht, vor allen Dingen auf dem Abend und vor allen Dingen für die Augen. Und daher hoffe ich, dass die auch so einen kleinen gelblichen Schimmer hat. Dann werdet natürlich für mich die passende Alternative, um meine Lampen, die ich noch mit normalen Glühbirnen habe, also im war ich normale Glühbirne noch dran? Im Flur, im Badezimmer und in der Küche und im Schlafzimmer. In der neuen Wohnung nur noch im in der Küche und im Badezimmer. Und darum will ich auch auf LEDs umsteigen in diesen Räumen, weil überall anders habe ich schon auf LED umgesteigen, aber halt nicht auf so normale Glühbirnen. Die Lampen, die haben dann, ja, sie sind zu, sind anders. Muss ich gucken, dass ich euch das vielleicht im späteren Video erkläre, wenn ich meine Wohnung hier verlassen habe, dass ich die Lampen euch dann mal zeige. Dass ihr das versteht, wie ich das meine, das sind halt nicht mit Schraubfassungen, sondern so zum Rindrücken. Und ja, ich versuche hier händeringend noch irgendwo Energie zu sparen. Mal gucken, wie weit mir das gelingt. Das sollte jetzt soweit zum Unboxing, jetzt bin ich aber ganz schön ausgeschweift gewesen sein. Jetzt machen wir noch Hardware, wir gucken uns die Glühbirne mal an und ja, heute Abend mache ich den Hardware-Check. Dann gucken wir uns mal an, wie sie leuchtet und vor allen Dingen, ob sie diesen Gelbschimmer hat. Das weiß ich nicht, weil hier steht auch nichts auf dem Karton. Hier steht nur E27 und dass er 5 Watt hat, LED, Energiesparlampe und hier steht nicht, ob sie gelblich, weißlich, Lampe, okay, Tropfenform, Lampe neu. Hm. Ja, das war's, mehr steht da ja auch nicht drauf. Und, ja, gucken wir mal, was sie für ein Licht macht. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi! Sagt euer Odin.